Jo, moin. Dann ruckelt nicht, läuft, passt. Sorry für den Part gestern, da war irgendwas gestört in der Aufnahme, in der Framerate. Ich habe jetzt mal getestet, es scheint jetzt zu laufen. Wir haben den tollen Dschungelhut dabei. Ich habe eure Kommentare gelesen. Nochmal danke, I appreciate a lot für das nette Willkommen nach all dieser Zeit. Jo, was machen wir in diesem Part? Den halte ich auch wieder etwas Kann ich kleiner. behilflich sein? Jetzt gibt es hier die Möglichkeit, dass wir die Legions Gegen. Invasion machen. Machen wir aber nicht. Hat den folgenden Hintergrund, dass die einfach teilweise nur mit einer Gruppe machbar ist. Und ich die alleine nicht schaffe, leider Gottes. Was hat sich noch getan? Es geht mir ein bisschen besser als gestern. Das sage ich aus dem Grund, dass mein Wohlbefinden sich immer darauf ausschließt, auslegt, sage ich mal, um das irgendwie verständlich zu machen, wie ich denke und wie ich rede. Und manchmal habe ich einfach solche Lücken, so wie jetzt gerade. Und das geht mir, wenn es mir ein bisschen besser geht, kommt mir das einfach nicht so oft vor. Das wollte ich da mal gesagt haben. Was noch? Ich habe vorhin mal wieder ein paar Runden TFT gespielt. Da gibt es auch ein paar Aufnahmen, die werde ich wohl die Tage zusammenschneiden. Am Mittwoch wird mein Rechner hier sein. Da gibt es dann das Setup mit Greenscreen, mein Computer, vernünftiger Tisch, vernünftiger Background. Ich habe jemanden gefunden, beziehungsweise hat er mir das angeboten. Tikon an dieser Stelle, vielen, vielen Dank, der mir die Videos schneiden kann. Da werde ich das Let's Play-Format wahrscheinlich ein bisschen abkürzen, um eben solche kleinen, sag ich mal, Patzer oder Beleidigungen oder Sachen, die einfach nicht unbedingt ins Video gehören, rauszuschneiden, wofür ich dann einfach nicht die Zeit, die Lust oder einfach das Know-how hatte oder hab. Bei den Thumbnails werde ich mich auch wieder ein bisschen mehr reinlegen. Das sind jetzt, wie gesagt, einfach nur die Google-Bilder, aber das kriegen wir dann schon hin an der Stelle. Nochmal Grüße an die, die sowieso schon zuschauen. Wir müssen mal gucken, dass wir meine Fanbase, insofern das denn überhaupt für euch interessant ist, noch ein bisschen weiter ausbauen. Und ich hätte mir mal schnelles Fliegen kaufen können. Aber das ist dann halt jetzt mal so. Hier gibt es noch eine große, große Quest. Und ich wiederhole Worte, wenn ich ein Brainfart habe, ganz gerne mal doppelt. So wie mein Huckuck von gestern. Aber das ist wieder ein Insider. Warum, weiß ich nicht. Ist aber so. Was machen wir jetzt? Wir haben hier diese Harpunenschleudern zu zerstören. Die sollten oben auf. Nee, die sind auf diesen Mauern. Genau. Und das hier ist die Kirschner-Quest. Da sollen wir diese Schuppen einsammeln. 20 Stück an der Zahl. So, sieht schon knorke aus, der gute Boy. Den Drachen können wir mal probieren. So. Ach du Scheiße. Da ist ein feindlicher Spieler von Ehre da. Zwar sogar Horde. Ja, wenn es feindlicher Spieler war, allerdings. War der. Ich will mal gucken. LFR Clear. Guter Guildname. So, wir suchen noch die restlichen Harpunen. Die Schuppen droppen wohl nicht so gut aktuell. So, weg mit dir. Ach, müssen die auch Kirschner, ne? Damit wir die Quest. Oder? Nee, zählt nicht. Scheint wohl zu droppen. Kann ich euch nicht sagen, ist auch nicht so wichtig, weil die Berufquest in Legion waren zwar ganz cool, es war zwar ein bisschen over the top teilweise, weil man da etliche Dungeons und etliche Dropglück und bla und das hat sich alles gezogen, aber das Coole daran war, auch hier, es gab was zu tun. Und das hat Blizzard immer ein bisschen unterschätzt, ne? Wenn man den Content einfach zu einfach hält, der in der ersten Woche gecleared ist, so wie jetzt mit dem Fliegen, was er jetzt in BFA raus ist. Ist da die erste Woche da und schon hat's jeder und niemand weiß mehr, was es noch zu tun gibt. Irgendjemand hat mich doch hier gerufen. War das ein Bug? Lorna Crawley. Nee, keine Ahnung. Falscher Alarm. Gehen wir erstmal da hinten hin. Das ist ja auch bei Lorna im Endeffekt. Lorna. Der Gottkönig hat noch nicht gewonnen. Holen wir uns diese Drachen zurück. Ich habe vergessen, mir den Trank zu schicken. Ich habe ihn mir auf meinen Main geholt. Aber ihn mir nicht geschickt. Seht ihr, das hätte ich mal machen können. Das können wir am Ende der Folge machen. Dann zeige ich euch auch mal mein Main. Das heißt mein Main. Also wir spielen alle so ein bisschen semi. Semi-WoW-lastig, sage ich mal. Moment. So, und jetzt Blutung rein. Sehr schön. Der war schnell tot.
Wäre ich nicht gestunt worden, wäre der um einiges schneller sogar gestorben. Und jetzt sollen wir den Turm erklimmen. Dafür können wir einfach nach oben fliegen. Bisschen cheaten hier. Logge ich einmal kurz auf mein Main, jetzt zeige ich mal ein bisschen was und schicke einfach mal diese Tränke rüber. Da habe ich mich ein paar gekauft, auch schon eingetrunken, weil ich dachte, super, dass die Kamera da verrutscht. Weil ich dachte, dass die Werte da um 100 verbessert werden und nicht nur um 10. Das ist ja doch ein bisschen wenig irgendwie. So. Sieht gut aus. Ja. Ich weiß, was passiert. Ich verrutsche immer, weil meine Kamera ist hier auf so einer Spindel von so einem Faden. Der ist ganz lose. Und wenn ich meine Maus, weil das Kabel der Maus ist dahinter, dann ziehe ich das immer so ein bisschen zurück und verrutscht das Ganze. Ups. Ja, wunderbar. Fliegen können wir ja nochmal hoch. Musste man den Haken benutzen? Das musste zumindest so aussehen, ne? Wir schleppen mal den Berg ab, genau. So. Bis zu der Brücke da oben mussten wir, glaube ich. Ne, hier. Dann kommt hier ein Questgebiet. Es gab ja im Legion auch noch dieses Artefaktsystem, wo du deine Artefaktwaffe mit den Punkten, ähnlich wie jetzt mit der Kette, aufpowern musstest. Und da waren solche Quests immer sehr interessant, weil du hast Item-Level darauf bekommen. Stat-Erhöhung durch Item-Level-Erhöhung. Hast du diese haben wir ja schon eins bekommen hier, dieses Teil, Echo von Agrama zum Beispiel. Das hat dann hier, keine Ahnung, Tempo, Mastery oder so gegeben und dann eben noch eine kleine Stat-Erhöhung. Gibt es aber so auch nicht mehr. Ne? Dafür hat man die Heizkette da in BFA und das sollte auch erstmal reichen. So. Ja, ich war da ein bisschen verklemmter immer früher, deswegen werde ich einfach öfter mal die Community und die Leute ansprechen. Und ich hoffe echt, dass es nicht zu laut ist. Es wirkt fast ein bisschen zu laut. Kann ich das mal runterstellen? So. Wird schon. Also vom Verhältnis her hat das beim Sound immer gepasst. Deshalb mache ich mir da eigentlich keine Sorgen. Was wollte ich sagen? Ja, geschnittene Parts wären natürlich möglich, nur kann ich eben die gewisse Person auch nicht immer in Anspruch nehmen, denke ich mal. Wenn ich jeden Tag einen Part hochladen will, wird er da Vorarbeit leisten. Ich denke mal, ich werde mir das eigentlich eher abgucken müssen oder lernen müssen, wie das selber zu schneiden geht. Im End, also auf lange Sicht gesehen, wurde mir nämlich auch angeraten, selbstständiger zu sein. Und das eventuell auch mal in mehr als nur einer Sache in meinem Leben. Vielleicht kriege ich es dann auch ein bisschen besser geschissen. Was denkt ihr da? Ich denke mal schon. Also, ich verbinde halt diese WoW-Geschichte inzwischen sehr, sehr stark mit Real Life und bla. Weil es ist ja auf der einen Seite ein Hobby und auf der anderen Seite ist es auch einfach nur ein blöder Zeitvertreib, ja auch irgendwo. Weil man weiß, diese Welten sind halt nicht echt und da möchte ich jetzt niemanden seine Welt zerstören, um Gottes Willen. Ich bin selber der größte WoW-Nerd eigentlich, was das angeht, aus welchen Gründen auch immer, aber es macht einfach Spaß, wenn wir mal so offen sein können. Von daher sehe ich das alles nicht so eng. Nur die Tatsache, dass man, wenn man dann 12, 14, 16 Stunden wie Esmeralda und Co. in WoW verbringt, oder wie Hype Rogue, das war der die World Quest gerade gemacht hat, oder? Wie ist die? Ja, LFR Clear. Der hätte mich auch einfach one-shotten können. Glück gehabt. Es darf einfach nicht die Balance verlieren, das Ganze. Ja, dann wird es nämlich irgendwann absurd. Und bei diesem Punkt, den mich überschritten hat, sollte man wirklich nur mal schauen, wo welche Prioritäten man einfach hat. Einmal in seinem Leben, einmal in seinem Hobbyleben, einmal in seinem normalen Leben. Aber ich denke mal, das ist eigentlich Stoff für ein ganz anderes, für eine ganz andere Art von Format und auch eigentlich nicht für einen Sonntag gedacht. Sonntags nochmal chillen, entspannen und einfach seine Hobbys genießen. Und ich glaube, dafür sind auch Tage gedacht, wie sowas wie heute, einfach zum Stream, zum Spaß haben. Musik war nicht eingeschaltet, super. Das macht es auf jeden Fall ein bisschen witziger. Nur eben jeden Tag ist dann einfach doch zu viel. Denke ich, muss ja auch nicht wahr sein. So, die Quest haben wir auch gleich fertig. Ich hink natürlich wieder ein bisschen her. Mit den Legion-Invasionen würden wir einiges an Level machen. Ich würde sogar sagen, eineinhalb. Einmal durchs Account-Gear, einmal durch den Trank, den ich mir vorher genommen hätte, aber jetzt nicht werde, sondern im Nachhinein. Und eben durch, ich zeige euch das gleich gerne nochmal.
Den wir den hier tot haben, den Scharfrichter. So ein großer Typ, der achtmal so groß ist wie ich, kriegt so einen kleinen Gnome-Pisser nicht umgewichst, ey. Sorry. Ja, das ist auch eine Sache, die ich ansprechen wollte. Man verändert sich ein bisschen durch die Tatsache, dass man aufgenommen wird. Das ist mir früher schon aufgefallen beim Let's Playen. Nur eben im Teamspeak, da wurde mir auch nahegelegt. Marlon, du bist ja ein bisschen anders im TS als beim Aufnehmen und das stimmt absolut. Das stimmt sowas von, wenn ihr... Das ist ein bisschen wie Tag und Nacht, um ehrlich zu sein. Wir sollen hier unten irgendeine alte killen. War das nicht so? Azaria. Die hier, aber sie ist gerade tot. Wahrscheinlich hat der Spieler von oben sie gekillt. Ich bin ein bisschen anders in Teamspeak, das ist ja. Ich bin ein bisschen vulgärer, ich bin ein bisschen mehr Arsch. Doch mir sind einige Sachen einfach egaler. Um eben etwas provokanter zu sein, damit das Teamspeak Spaß hat. Das macht mir einfach Spaß an sich. Weil ich ja weiß, dass wir eine Einheit sind. Eine geschlossene Zelle, wenn man so will. Und das irgendwie alle zusammenhalten. Ich sehe das immer so. Männer beleidigen Männer, weil sie wissen, dass sie nicht beleidigen, dass es nicht wehtut. Und Frauen beleidigen nicht, weil sie wissen, dass es wehtut. Und das kann man jetzt in dem oder in dem Kontext sehen. Der Fakt ist, seit 9 oder 10 Jahren hocken alle im Teamspeak, mal mehr, mal weniger, und wir sind halt immer noch zusammen. Und allein diese Tatsache heißt ja wohl, dass man sich irgendwo schon ins Herz geschlossen hat. Ich will da natürlich für niemanden jetzt irgendeinen Gay-Kack erzählen, um Gottes Willen, das ist nicht meine Intention, wie Marcel jetzt wahrscheinlich sagen würde, aber... Ist schon eine nette Truppe. Darum höre ich auch gerne mal auf die. Weil die schon ungefähr wissen, was auch auf YouTube abgeht. Weil das sind eigentlich alles auch YouTube-interessierte Leute. Ja, laber mich nicht voll. Laber mich nicht voll. Und warum ich überhaupt auf das Thema gekommen bin? Die meinen eben, dass ich etwas witziger sein könnte, etwas mehr interessanter, etwas spannender, aber... Das hat einfach mit meinem Energielevel zu tun und das schwankt sehr, sehr, sehr stark. Und ich denke, das hat einfach mit meinem Schlafrhythmus zu tun, mit meiner Ernährung, mit meinem allgemeinen Wohlbefinden, mit meiner finanziellen Lage. Da sind einige Sachen nicht so in... Naja, wie sage ich das am besten? Hier ist eine Schatzkiste. Die funktionieren nicht so gut, wie ich das wollte. Und darum habe ich mich jahrelang vor diesem Let's Play-Thema gedrückt, einfach weil ich nicht den Content in der Qualität leisten hätte können, wie ich es gewollt habe. Inzwischen geht's, aber auch nur, weil ich rausgefunden habe, wie ich ticke. Und wenn man das einfach nicht weiß, schwierig. Schwierig, ja. Wir haben gleich die 50% voll. Das ist ja auch schon mal irgendwo was. Dann aber auch 9,5 Level. Wie lange mache ich den Part? Ich würde mal sagen, etwas über 20 Minuten, damit wir das Questgebiet hier, zumindest diese Ecke mit den Drachen einmal abschließen können. Das bezieht sich natürlich hier auf das ganze Gebiet, aber diese Ecke ist, wie heißen die, Drecknerjar, ich weiß es nicht, Drachen... Drachen früher cool oder Drachensklaven früher cool sind, irgendwas in die Richtung. Damit möchte ich einmal abschließen, damit wir dann das Gebiet auch haben. Ich werde allerdings in ein anderes Gebiet wechseln, denke ich, wenn wir wieder daran sein sollten. Wobei das erst mit 102 geht, ne? Da kriegt man wieder den... Oder kann man alle Gebiete auf einmal annehmen? Müssen wir mal gucken. Wenn ich nochmal in Dalaran bin, gucken wir uns das alles nochmal an. Aber jetzt noch nicht. So, ich gehe nochmal eben durch, da hat mir ein Abonnent gesagt, dass ich doch die zweite Hand nehmen könnte. Ja, könnte ich. Die würde auch skalieren bis 120. Die Sache ist aber, und da habe ich ja selber gestern auch nachgedacht, der hier gibt mir einfach flat 32 Tempo. Und das finde ich einen Tick besser. Die 2% Heal nach dem Killen brauche ich nicht, weil der Trank heilt mich um 30%. Das wär, und er hat eben schon diese Tempo-Wertung drauf, deshalb gebe ich da aktuell nicht so viel drauf. Ich werde auch das zweite austauschen, wenn ich ein anderes finden sollte. Schulter, das können wir mitnehmen. Ah, ich muss auch mal das Addon hier ausschalten. Das nervt mich irgendwie gerade. So, hier sind... Das ist wieder die Abschlussquest, glaube ich. Da müssen wir mal nach ganz oben. Oder der fliegt uns dahin. Und dann ballern wir die gleich alle schön weg. So wie sich das gehört. Dreckiger, die sind das, die meine ich. Nun werden sie die Konsequenzen spüren. Okay. Cool. Oh, der wartet auf mich. Ah. Kann man den Kopf nussen? Heiß. Obwohl dieses Land nicht einmal das eure ist, habt ihr uns vor einem elenden Schicksal bewahrt. Oh, der ist aus Stealth gegangen. Wenn er mich jetzt killt. Dann hätte ich es verdient. Aber dann ist es auch okay. Ja, ist okay. Komm.
und empfand die Macht des Sturms und des Donners als Zeichen des Wohlwollens für eure selbstlosen Taten. Der sucht mich jetzt. Wehtier, komm! Und demonstriert diesem Brüllkohl den blanken Zorn des Sturms. Ah! Oh lol. Ich dachte, ich fall runter. Ja gut. Ja. Lücke im Kopf mal wieder. Aber soll passen. Wir ballern jetzt einfach hier diese ganzen Viecher tot. Das sind alles Verbündete des Gottkönigs Skovald, der sich dann am Ende als Popelkönig heraus entpuppt. Hier müssen wir einmal diesen Blitz aktivieren. Da kriegen wir die Nachricht, dass wir auf die Fresse kriegen, sobald wir den Blitz nicht aktivieren. Ist aber relativ einfach. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der Rechner den ganzen Kram hier mitmacht, weil der echt schlecht ist. Aber WoW ist ja nicht so, wie sagt man, naja, lastig im Endeffekt. CPU-lastig, Grafik-lastig. Ihr seht, ich bin sehr, sehr gut im Anklicken von Dingen. Hammer. Naja, einfache Quests, einfache Ausführung. Da sind große. Sehr gut. Ja, den kann ich gerade mal nicht killen. Ah, hier sind viele. So, da hat mich auch jemand gefragt, ob ich schon Fliegen habe in BFA. Habe ich nicht. Da fehlt mir noch Ruf in Mechagon. Das hat mich einfach viel zu wenig interessiert, um ehrlich zu sein. Von daher, mache ich aber die Tage. Ich habe jetzt bald den Ruf bei diesen Naschiatar-Kram fertig. Und dann geht's ab. Kann man auch fliegen. Das wäre natürlich einfacher mit Ciso da zu leveln fliegen, aber ich weiß nicht, ob ich das bis dahin schaffe. Mal gucken, mal gucken. Ja. Ja, Hugin, das ist der Begleiter von Harvey. Eine verbleibt. Ja. Wir haben jetzt quasi zwei Prüfungen von Navi bestanden. Der prüft uns ja so ein bisschen, weil er der Prüfer ist, aber es ist halt, Harvey ist eigentlich jemand anders, aber das sollte jeder wissen, der irgendwie Legion hier vorgekommen ist. Mein Wasser ist auch da, das habe ich gerade mal vermisst. Wir haben auch gleich die 20 Minuten voll, glaube ich. Ich habe um 15:45 aufgenommen, zumindest zu starten. Jo, mal gucken, mal gucken. Sollte ich nochmal nach Dalaran? Ich glaube, hier ist auch eine Gaststätte. Gucken wir mal. Ruhestein, Ruhepunkt, Gastwirt. Harvey, mein alter Bro. Die Quest machen wir noch. Die Folgequest. Flugpunkt ist hier. Jetzt müssen wir wieder für ihn kochen. Schlachten wir den Detail hier. Zack, zack. Kopf ab, rüber ab. Alles wird verwertet. Horn, Gehirn, Huf und Co. So. Uns fehlen 25%. Ah, ich bin relativ zufrieden sogar mit dem Part. Sehr schön. Auf Traditionen vertraut. Gehackt ist er. Wieder verdient euren Segen und besteht die Prüfung der Tapferkeit. Machen wir doch. Machen wir. Den können wir noch reinpacken. Ah, wir hätten einen anderen auswählen müssen. Dann ersetzen wir einfach den hier. Hat sich auch so viel getan. Endlich seid ihr hier. Zum Ruhenwald. Da kommt das nächste Questgebiet. Da sind auch ein oder zwei Bonusziele. Ich glaube hier und hier an der Seite. Eins mit Murlocs, hier eins mit Wirkwool und Dämonen. Da oben haben wir noch eins. An der Küste eventuell noch eins. Es ist ein bisschen schade, dass wir die Legion-Invasion verpassen. Ich möchte aber nichts machen, was ich nicht mit dem Chat oder mit YouTube, sage ich mal, hier abschließe. Da ist es schlimm genug, dass mir zwei Level aus WoT fehlen, wo die im Stream aufgenommene Datei irgendwie verloren gegangen ist und jetzt nicht mehr verfügbar, aber wen juckt WoT, mal ganz ehrlich. Das hätten wir auch einfach komplett skippen können und ihr hättet im Endeffekt nichts verpasst. Das einzig coole an WoT ist echt die Opening Scene, also der Cinematic da zum Addon an sich. Na, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Ich lade das Ding jetzt hoch und wir sind bei 76%. Nächsten Part gibt es ein Level.
Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht in Sturmheim, ne? Euer Dab, danke fürs Zusehen. Man sieht sich. Bis dann.